Perfekt? Machen wir so? Jetzt besser. Alles gut. Lass ich dich anfangen. Ich? Ja. Ja. Schönen guten Tag. Wir haben heute eine Runde gehabt mit dem Herrn Bundeskanzler, mit dem Herrn Vizekanzler, mit Mitgliedern der Bundesregierung als Sozialpartner. Und ich begrüße ausdrücklich, dass wir, nachdem seit dem Beginn der Corona-Krise es hier intensive Gespräche und eine Zusammenarbeit gegeben hat, der Wunsch besteht, das fortzusetzen. Es gibt eine Reihe von Themen, die liegen am Tisch. Es ist zum einen die sehr, sehr hohe Arbeitslosigkeit, wo es darum geht, rasch auch Maßnahmen zu finden, die Arbeitslosigkeit zu bekämpfen und wieder möglichst viele Menschen in Beschäftigung zu bringen. Das ist die Kurzarbeit, die sich als Instrument bewährt hat und wo wir jetzt schauen müssen, wie wir sie weiterentwickeln können im Zusammenhang mit dem Wiederhochfahren der Wirtschaft und der Republik insgesamt. Und wir haben natürlich auch Danke zu sagen an jene, die sich in der Krise einem erhöhten Infektionsrisiko ausgesetzt haben. Und daher haben wir heute die Bundesregierung nochmal eindringlich gebeten, über unsere Zielsetzung eines Corona-Tausenders nicht nur nachzudenken, sondern auch entsprechende Aktivitäten zu setzen. Es war ein insgesamt sehr gutes Gespräch. Es gibt auch Vereinbarungen für nächste Schritte, Arbeitspakete, die definiert wurden. Und wir werden uns jetzt auf den Weg machen, das bearbeiten und schauen, dass wir auch die nächsten Schritte da und dort gemeinsam gestalten können. Darf ich von meiner Seite ergänzen? Wir sind auch dankbar dafür, dass wir wieder die Gelegenheit hatten, intensiv mit der Regierungsspitze und Mitgliedern der Bundesregierung über die nächsten gemeinsamen Schritte zu beraten, um den Wirtschaftsmotor wieder ordentlich in Gang zu bringen. Der Wolfgang Katzen hat es angesprochen, es geht darum, viele Menschen, die zurzeit beschäftigungslos sind oder in Kurzarbeit sind, wieder in den vollen Arbeitsprozess rückzuintegrieren, wenn Sie so wollen. Das geht natürlich nur, wenn die Unternehmen eine Zukunftsperspektive haben. Viele haben das, aber zurzeit halt nicht alle. Und wir werden auch gemeinsam versuchen, an der Perspektive für die Betriebe zu arbeiten, die zurzeit ohne Perspektive sind, weil sie zum Beispiel vom Stopp im internationalen Reiseverkehr betroffen sind. Österreich ist ein Tourismusland, Sie wissen das alle. Das beginnt natürlich bei den Teilen der Gastronomie, die hauptsächlich internationale Kunden haben, bei den gesamten Beherbergungsbetrieben. Die dürfen zwar mit Ende Mai wieder aufmachen, aber es gibt natürlich sehr viele, die auch hier von den internationalen Reisenden abhängen. Und bei all den Bereichen der gesamten Event-, Veranstaltungs-, Kunst- und Kulturszene, mit all den Zulieferern dort, aber auch mit allen, die vorbereitende Dienstleistungen machen, wie Veranstalter, Eventveranstalter, Reiseveranstalter, Reisebüros, die das abwickeln, viele Busunternehmen, also viele, viele Betriebe, deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die noch nicht wissen, wie es weitergeht. Und wir werden versuchen, für die gemeinschaftlich mit der Regierung eine Perspektive aufzuzeigen, um dann Schritt für Schritt auch Maßnahmen zu implementieren, damit die Betriebe über die nächsten Monate kommen, um dann wieder ins volle Geschäft zu kommen. Und das ins volle Geschäft zu kommen ist unser gemeinsames Ziel, weil das bedeutet auch wieder volle Beschäftigung, bedeutet für die Menschen auch wieder konsumieren zu können und für die Betriebe auch wieder investieren zu können. Und das stand im Hauptfokus der heutigen gemeinsamen Besprechung, diese Perspektive aufmachen zu können und in den nächsten paar Tagen und zwei Wochen gemeinsam Instrumente definieren zu können, wie es wieder aufwärts geht. Können Sie das ein bisschen genauer definieren, welche Arbeitspakete man da jetzt abarbeitet oder in welche Richtung das geht, was Sie da erwähnt haben? Das eine ist die ganze Thematik rund um die Bekämpfung der Arbeitslosigkeit. Da haben wir auch natürlich den Vorschlag eingebracht, dass bei 570.000 Menschen, die Arbeit suchen im Moment oder die arbeitslos sind, und bei 50.000 angebotenen Jobs, die es im Moment gibt, das natürlich ein sehr großes Missverhältnis ist. Daher auch, wenn die sich bestmöglich bemühen und alles tun, wir die nicht schnell in Beschäftigung bringen können. Daher braucht es natürlich entsprechende konjunkturpolitische Maßnahmen, Pakete, die hier auszuarbeiten sind, um die Wirtschaft nach vorne zu bringen, Arbeitsplätze zu generieren. Und wir brauchen für die, die jetzt arbeitslos sind, auch eine Hilfestellung, weil mit 55% Nettoersatzrate werden die nicht die besonders großen Konsumentinnen und Konsumenten sein. Da hat uns die Regierung zugesagt, dass sie das mitnehmen in ihre Diskussionen. Und wir diskutieren sowieso generell zum Thema Konjunkturpakete und wie können wir da die Ideen, die es gibt, so bündeln, dass am Ende des Tages was Gescheites rauskommt. Aber ich bitte um Verständnis, man kann jetzt noch nicht sagen, dieses Detail oder jenes Detail. Wir haben heute begonnen, auch die Frage,
wie wir viele von denen, die jetzt in Kurzarbeit sind, wieder in volle Beschäftigung und volle Bezahlung bringen. Das ist eine ganz, ganz wichtige Zielsetzung. Da geht es ja darum, das weiterzuentwickeln. Das haben wir heute durchgerüttelt. Das waren nur, aber doch 1,5 Stunden. Und daher starten die Gespräche heute. Und ich bin zuversichtlich, dass wir da auch wieder was Gemeinsames zustande bringen können. Ich glaube, wenn man über ein Comeback der Wirtschaft spricht, Comeback bedeutet ja, dorthin zurückzukommen, wo wir vor Ausbruch der Corona-Krise waren. Gibt es ein paar ganz klare Leitlinien, die die Bundesregierung vorgegeben hat und die wir auch teilen. Wir sehen die Notwendigkeit für konjunkturelle Maßnahmen. Wir sehen die Notwendigkeit, die bestehenden Instrumente, die wir jetzt in der Krise ad hoc verwendet haben, Stichwort Kurzarbeit, weiterzuentwickeln. Die sollen ja sozusagen noch eine längere Zeit lang auch in Gestaltung und damit in Wirkung bleiben. Dazu werden wir auf Sozialpartnerebene Gespräche führen, sind da auch schon mit dabei, aber natürlich dann in den kommenden Tagen auch mit den Regierungsmitgliedern weiter beraten, wie man das schnellstmöglich so fertig machen kann, dass dann Planbarkeit und Berechenbarkeit für die Betriebe und deren Beschäftigten gibt. Eine Frage an den Herrn Katzian zuerst, und zwar, Sie haben vorher angesprochen, Arbeitslosengelderhöhung, Sie verlangen 70%. Regierung hat zugesagt, es wird gesprochen darüber, wann erwarten Sie ein Ergebnis? Oder wann verlangen Sie ein Ergebnis? Die zweite Frage, SPÖ hat heute verlangt eine Überbrückung für besondere Gruppen, zum Beispiel Alleinerzieherinnen oder geringfügig Beschäftigte. Wie soll da das Paket ausschauen? Und eine Frage an den Herrn Mahrer. Wirtschaftsforscher befürchten eine Pleitewelle von Unternehmen, EBUs, KMUs, auch größeren Unternehmen. Wie schauen Ihre Zahlen aus, Ihre Studien? Womit rechnen Sie in den nächsten 4-5 Monaten? Fangen wir? Zur ersten Frage, ich kann Ihnen keine genaue, exakte Zahl sagen, wann welches Paket am Tisch liegen wird. Ich versuche es zuerst deutlich zu machen und dazu stehe ich auch. Wir brauchen ein Paket, es geht nicht um einzelne Teile und das ambitionierte Ziel ist, das in den nächsten 2 bis 3 Wochen, sage ich jetzt einmal, zustande zu bringen und im Zuge dessen wird man auch die Frage beantworten müssen, was tut man und wie hilft man den arbeitslosen Menschen. Und auch solche Detailthemen, wie Sie sie in der zweiten Frage angesprochen haben, nehme ich mal an, wird in die Beratungen hier einfließen. Aber wie gesagt, da geht es um ein Gesamtpaket. Ich bin grundsätzlich immer Optimist, aber Sie haben gesehen, dass in den letzten Wochen die Wirtschaftsforscher, und zwar nicht nur in Österreich, sondern auf der ganzen Welt, ihre Prognosen Schritt für Schritt nach unten revidiert haben. Wir stehen im ständigen Kontakt mit den Kolleginnen und Kollegen in den österreichischen Wirtschaftsforschungsinstituten, auch mit den Spezialisten der Notenbank, aber auch den europäischen Thinktanks. Und die sagen alle, sie können die Situation noch nicht so richtig greifen. Warum? Weil bestimmte Kaufkrafteffekte, die auf Basis von Verhaltensveränderungen der Konsumentinnen und Konsumenten basieren, noch nicht eingepreist sind. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass wir diese Modelle anpassen müssen, um dann konkretere Zahlen zu haben. Ich rechne eigentlich, wenn ich ganz ehrlich bin, erst damit, dass wir im Juni da mehr wissen werden. Wir haben einen ganz bekannten Verhaltensökonomen, den Herrn Kocher, als Chef des IHS, mit dem ich letzte Woche mal informell geplaudert habe. Und ich bin gespannt, was er mit seinen Modellen, aber auch das WIFO und andere uns im Juni präsentieren werden. Ich glaube, dass die Zahlen dann schon wesentlich greifbarer sind und konkreter sein werden. Und ganz ehrlich, ich verlasse mich da eher weniger auf Voodoo-Einschätzungen, sondern möchte an die konkreten Zahlen sein. Das heißt, alles heute ist Spekulation. Okay. Vielen Dank. Danke, Sir. Ja, ich begrüße Sie recht herzlich, ein bisschen zur Seite, ich begrüße Sie recht herzlich. Die Weltwirtschaft erlebt eine Krise, die viele Länder betrifft, nicht nur Österreich. Sie ist aus dem asiatischen Raum auch nach Amerika übergesprungen und so natürlich trifft es auch viele Länder in Europa, so auch uns in Österreich.
Diese Krise ist eine harte Krise, denn sie trifft viele Unternehmen in Österreich und jetzt ist es Zeit, eine Perspektive zu geben, eine wirtschaftliche Perspektive zu geben für die Zukunft der Unternehmen und vor allem um Arbeitsplätze in Österreich abzusichern. Ein zweiter Aspekt ist sicherlich auch die Planbarkeit. Sicherheit und Planbarkeit sind wichtig für Unternehmen in der Zukunft, in die Zukunft zu gehen und die Arbeitsplätze in Österreich entsprechend Vorkehrungen hier zu treffen. Was sind die großen Bereiche? Wir kommen jetzt zusammen sowohl mit den Sozialpartnern, aber auch mit den Landeshauptleuten und auch mit den Gemeinden, mit unterschiedlichen Gruppen, auch den Unternehmen. Ich selbst habe sehr, sehr viele Gespräche mit Unternehmen geführt, habe heute eine Runde mit Wirtschaftsforscherinnen, mit Betonung auf Wirtschaftsforscherinnen Österreichs, aber auch mit den Wirtschaftsforschern sind wir laufend zusammengekommen. Jetzt geht es darum, ein Gesamtpaket zu schnüren, um die Konjunktur voranzutreiben und dem Unternehmen langfristig auch entsprechend zu helfen. Und da geht es um mehrere Aspekte, zum Beispiel um den Aspekt mehr Nachfrage zu schaffen, um diese Nachfrage wieder anzukurbeln, aber auch um den Aspekt der Investitionen ganz stark und auch um den Aspekt des Exports. Viele dieser Dinge werden wir in diesen Gesprächen kurzfristig berücksichtigen und hier einen gesamten Plan erstellen. Uns ist wichtig, Arbeitsplätze in Österreich zu sichern, aber auch Arbeitsplätze zu schaffen. Es muss auch Maßnahmen geben für die Zukunft, die hier die Möglichkeit auch schaffen, Österreich einen Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Standorten und anderen Ländern zu geben. Das war das Thema des heutigen Auftakts und wird auch das Thema vieler weiterer Gespräche sein. Herzlichen Dank. Ja, wir haben im Februar noch einen Beschäftigungsrekord gehabt von fast 3,8 Millionen Österreicherinnen und Österreicher, die beschäftigt waren. Nun, seit der Corona-Krise haben wir mit Mitte April die höchste Arbeitslosigkeit aus jetziger Sicht verzeichnet mit rund 588.000 Menschen, die in Arbeitssuche sind. Wir konnten diese Kurve leicht abflachen und es sind mit heute 571.000 Menschen in Arbeitssuche. Über 1,2 Millionen Menschen sind in der Kurzarbeit. Das bedeutet, das Instrument, das wir gemeinsam mit den Sozialpartnern schnell zur Verfügung gestellt haben, war wichtig und rasch und ist wirksam. Und zugleich geht es jetzt darum und deshalb auch heute die Runde mit den Sozialpartnern in der Bundesregierung, dass wir alles dafür tun, um die Arbeitsplätze weiterhin zu sichern und zugleich aber auch so viele wie möglich wieder in den Arbeitsmarkt zu bringen, also eine rasche Vermittlung und aber auch zu schauen, wie kann das Thema mit der Kurzarbeit, um eine Perspektive zu geben, nämlich auch für die Unternehmer auf der einen Seite, aber auch für die vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf der anderen Seite. Wir sitzen alle in einem Boot und dementsprechend auch hier zu erarbeiten, wie es mit der Verlängerung der Kurzarbeit weitergeht. Dementsprechend haben wir uns darauf verständigt, dass es eine Arbeitsgruppe gibt, wo wir bereits einladen und auf höchster Ebene Gespräche führen mit den Sozialpartnern und dann auch in den nächsten Tagen und Wochen den Instrumentenmix, den Maßnahmenmix für die Arbeitsplätze, um jeden Einzelnen wirklich zu kämpfen und auch sicherzustellen, beziehungsweise auch so viele Menschen wie möglich wieder in die Arbeit zu bringen, zu kämpfen. Und hier ziehen wir an einem Strang in der Bundesregierung gemeinsam mit den Sozialpartnern. Es gibt ja ein paar Forderungen, zum Beispiel der Gewerkschaft, die könnte man ja relativ bald umsetzen, diesen Corona-Tausender oder die Erhöhung des Arbeitslosengeldes. Ist da manches früher geplant, will man manches rasch machen, geht das und wenn was? Es gibt viele Vorschläge und Ideen, die zurzeit auf dem Tisch liegen und wir als Bundesregierung schauen uns alle Ideen und Vorschläge an, bewerten, welche Ideen sind umsetzbar, vor allem welche sind wann umsetzbar, so dass wir viele Menschen in Beschäftigung halten, aber auch viele Arbeitsplätze neu vermitteln können. Und das ist unsere oberste Priorität, hier für Arbeitsplätze, um jeden einzelnen Arbeitsplatz in Österreich zu kämpfen. Konkreten Maßnahmen zum Beispiel, die wollen Sie nicht vorzeitig umsetzen?
Wir sind jetzt gerade intensiv daran, in diesen Tagen jede einzelne Maßnahme zu bewerten, anzuschauen, auch zu diskutieren und zu schauen, welche Effekte können wir damit erzielen. Und dementsprechend reden wir einerseits mit den Sozialpartnern, aber auch mit den Bundesländern und zugleich auch mit den Expertinnen und Experten der Wirtschaftsforschungsinstitute, um hier einen Maßnahmenmix dann zu kommunizieren, wenn wir diese Bewertung durchgeführt haben. Frau Ministerin Schramberg, Sie haben in Ihrem Statement gesagt, es geht vor allem für die Betriebe um Sicherheit und Planbarkeit. Konkret gefragt, wie soll das mit Tourismusbetrieben, Hotellerie ausschauen, was den Sommertourismus betrifft? Grenzöffnungen, Buchungslage, können Gäste aus, Deutschland buchen? Wie soll man damit umgehen? Wie kann man Planbarkeit und Sicherheit auf diesem Bereich umsetzen? Ja, es gibt hier die erste Notwendigkeit ist, dass wir schnell sind. Das heißt, wir haben hier vor, innerhalb von Monaten Maßnahmen zu setzen, sondern innerhalb der nächsten 14 Tage Klarheit zu haben. Und zwar Klarheit zu generellen Maßnahmen, aber auch zu branchenspezifischen Maßnahmen. Und da wird sicherlich auch der Tourismus ein ganz spezifischer Sektor sein, der die Unterstützung braucht. Ich möchte hier den einzelnen Maßnahmen nicht vorweggreifen, denn es geht ja darum, die Experten zu hören und hier ihr Wissen und ihr Know-how einfließen zu lassen. Meinen Sie mit Klarheit auch, dass man weiß, welche Grenzen wann geöffnet werden? Was ich mit Klarheit meine, welche Maßnahmen wir setzen können, ganz klar, da geht es um Förderungen und Unterstützungen, was Investitionen betrifft, was Arbeitsplätze betrifft, was die Überbrückung dieser schwierigen Phase betrifft. Ich sage immer zwei wesentliche Themen. Das eine ist sicherlich das Thema Investitionen, Produktion wieder in Europa zu haben, ist ein ganz wichtiger Punkt. Und der zweite durchaus auch im Bereich der Beschaffung zu überlegen, ob nicht Europa neue Regeln braucht, um lokaler beschaffen zu können innerhalb Europas. Und hinsichtlich der Grenzen, was Sie gefragt haben, das ist sicherlich etwas, was abhängig ist von der gesundheitlichen Entwicklung verschiedenster Länder und Regionen. Gut, danke schön. Danke. Wiedersehen.